eure Lachs-Sahnesoße. Hallo und guten Start in die neue Woche. Da sind wir wieder. Und wir sind noch immer, so wie ihr im letzten Vlog gesehen habt, kurz oberhalb Göthenburg. Gestern sind wir irgendwie so 2 Kilometer lange Sackgasse reingefahren und der endet dann hier in so ein kleines Hefele. An so einem kleinen Hafen. Es ist traumhaft schön, die Booten fahren ein und aus. Und oh, man steht hier so ruhig. Es ist einfach ein Traum. Gestern war sehr stark Wind und da haben wir ordentlich fliegen können. Und heute sieht es aus, als ob Kate und ich, da ist der kleine Maus, schaut sie aus dem Fenster raus. Da kommen wir bestimmt zusammen aufs Wasser. Ja, ich bin gespannt, ja. Ich hatte gestern Abend nicht mehr so Lust aufs Wasser. Hab dich gefilmt dann, war schön. Ja, danke dir. Ging wirklich gut bei dir. Ja, es geht immer höher, aber ich spüre schon alles, weil und die Crashes waren schon... Backflip-Versuche gemacht. Oh ja. Aber schon gut für die ersten Male. Ja, ich kam also schon... Also ihr seht jetzt mal hier die ganzen Wing-Szenen. Das gestern hier aus. Mir wundert es auch nicht, dass ich irgendwie alles spüre jetzt. Aber einfach cool, was Neues zu üben und ja, springen und das Flachwasser freestylen, das macht schon echt Spaß mit dem Wing. Wird immer besser. Jetzt ist noch wenig Wind. Wir warten, bis wir zusammen rauskommen und davor erstmal schön ein bisschen arbeiten. Schaffen. Un café pour madame? Ja, danke. C'est ça? Ça va. Wir sind in Schweden, das stimmt. Ich kann aufhören mit Französisch. Ja.
Ein Glas Wasser für dich, bitte. Danke. Schön. Ja, weil es ist ein neuer, warmer Tag hier in Schweden. Mhm. Und wir haben ein neues, sehr schönes Plätzchen gefunden. Der erste Tag, dass es so komplett windstill ist und richtig warm, also richtig Sommer. Traumhaft. Draußen kochen, draußen sitzen. Ja, wir waren schon baden sogar, also gestern auch schon. Also wir haben echt jetzt dann richtig Sommerwetter hier. 20 bis 23 Grad. Ihr wird lachen da in Deutschland oder Holland, weil wir haben gerade mal geguckt. Ihr habt 40 Grad. Boah, Mensch, wie hält man das aus? Also ich muss nicht dran denken. Aber ich glaube auch nicht, dass ich habe das Gefühl, es sind mehr wie. Es waren heute irgendwie 21 Grad angesagt, aber ich habe das Gefühl, es ist viel wärmer. Ja, ne? Oder wir sind einfach echt irgendwie gewöhnt an die Kälte jetzt. Auf jeden Fall war Kate heute auch schon richtig fleißig und jetzt, ich weiß nicht, wer es sehen will überhaupt, aber schau, da liegen all meine Unterhose, die trocknen. Kate hat sie gewaschen. Ja. Und von Hand, ne? Ja, weil es gibt hier im Norden fast keine Laundries. Im Süden, wo wir in Spanien waren und so und auch Italien, gab es ungefähr in jeder Stadt mehrere Laundries mit auch so Riesendrommeln, wo man echt komplett die Bettwäsche mit Handtüchern und alles, was für ein 60-Grad-Wäsche haben, was reingepasst hat. Wir waren irgendwie in Norwegen, haben in eine reingeguckt und dann nur so Mini-Drommeln und gesagt, das macht auch keinen Sinn irgendwie. Naja, das Wichtigste, Unterhosen sind wieder alle sauber. Ja, und der Rest eher noch dreckig, aber da laufen wir dann einfach was dreckig rum, ne? Ist halt so beim Reisen. Ja. Ja, und zum Glück müssen wir nur uns selber riechen. Und gegenseitig. Und gegenseitig. Das natürlich auch. Aber das geht noch. Wir können uns gut riechen. Ja, wir sind ja viel im Wasser. Ja. Kate ist, wie ihr sehen könnt, auch am Schnibbeln. Das heißt, es gibt ein Abendessen in der Sonne draußen. Ja, ich etwas, was wir echt vermisst haben. Einfach draußen zu kochen, sitzen. Stühle sind wieder raus. Die waren einfach nur im Bus. Ewig nicht mehr benutzt. Also, ihr könnt nicht vorstellen, wie gut das tut. Auch wenn das irgendwie meckern auf dem höchsten Niveau ist. Aber wir meckern doch gerade gar nicht. Stimmt, jetzt meckern wir nicht. Nee. Es gibt nichts zu meckern. Alles gut. Schönen Abend euch. Wasser aus einem Glas trinken ist auch ein ganz neues Erlebnis. Wir trinken jetzt gerade nur Wasser oder Tee oder Kaffee, weil Alkohol hier so teuer ist. Sonst haben wir gern abends ein Gläschen Wein getrunken. Aber weil wir sonst immer das Wasser aus diesen großen Kanistern trinken, ist es einfach auch dann schön, abends das Wasser aus dem Glas zu trinken. Dann ist es wie ein spezielles Getränk. Dann Prost! Leckere Lachs-Sahnesoße mit Bandnudeln. Mega. Und diesmal mit genug Wasser. Ja. Oh, sieht gut aus. Und, war's gut? Ja? War herrlich. Kalt? Nee, gar nicht. Nee? Ist gefühlt, als wäre man immer besser als hier draußen. Was? Ja, jetzt wo ich nass bin. Nee, aber es ist warm. Ich schätze, es sind 20 Grad. Okay. Herrlich. Ja, ist das gut. Nach dem Essen? Ja, ist sehr frisch. Ist auch warm hier, steht die Hitze. Oder? Bei München? Ja. Aber angenehm. Herrlich.
Wir essen einen zweiten Tag von den Nudeln. Und Alter, es ist Sommer. Es ist richtig warm. Es ist, wie viel ist es? 7 Uhr? Ja. Wir haben 30 Grad noch immer. Schwitzen. Ja, wir haben es uns gewünscht und dann kriegen wir es auch. Ja, ich genieße es auch, muss ich sagen. Auch wenn es schon fast wieder zu warm ist dann. Aha. Trotzdem schön. Einfach baden, ohne zu frieren. Ja. Herrlich. Sowas mal? Ja, und dann gehen wir mal wieder am Essen. Also ihr seht nicht ja, anders als Essen, essen ja, diese Woche. Aber das muss ja auch passieren. Ein Mensch ja, muss, jeder essen. Muss essen. Also guten. Und lecker. Ja. Es ist so schön hier. Dieses so Abendlicht. Wahnsinnig. Ja. Wahnsinn, so schön. Ja, ist echt schön, ne? Aha. Und wir stehen mit Loi. Da so. Direkt am Wasser. Und wir machen einen Abendspaziergang. Und du? Und dann gibt's noch was zu trinken? Einen Kaffee oder so? Oh, geil. Und dann waschen wir ab. Waschen wir ab? Ja, das müssen wir natürlich auch. Das machen wir. Oh, herrlich. Gute Nacht, guten Abend. Ciao, ciao. Mein Schatz. Hört ihr das Konzert von den Möwen? Ja. Herrlich, danke für den Kaffee, den du mir gemacht hast. Sehr gerne. Dabei wärst du dran gewesen. Ich war nicht dran gewesen. Ich kam heute nicht aufs Bett. Ich habe dir gerade gesagt, ich fühle mich, als ob ich einen Kater habe. Ich weiß nicht wieso. Aber du lässt dich immer von Fleischmücken wachhalten. Ja. Irgendwie, die suchen dann und kommen eben direkt bei meinen Ohren und dann, das passiert doch immer so um 4 oder 5 Uhr, so ein Uhrzeit, wo man nicht wach werden will. Mhm. Aber die machen mir dann wach und dann nerven die mir nur. Dann kann ich auch nicht mehr weiter schlafen und dann muss ich erstmal auf die Jagd. Ja, ja. Und ich muss mir das Ganze mit ansehen. Naja, du hast echt... Na, ich war auch ein bisschen wach. Kein Zentimeter bewogen. Ja, ich wollte ruhig bleiben, dass ich nicht wach werde, so richtig. Ja, jetzt sind wir aber wach, genießen den Kaffee und ah, es ist schon so heiß. Herrlich. Es ist sehr heiß schon, aber wir stehen hier so traumhaft und so schön alleine. Ja, sehr schön. Also, gut Start in den Tag. Und wir sind mal wieder am Essen. Essen! Es ist warm. Ja, ne? Noch immer. Sehr schön, sehr warm, aber ein Brötchen Ei geht trotzdem rein. Lecker. Ja, wir haben auch schon gearbeitet fleißig. Videos gedreht? Ja. Hat man sich verdient. Achso, dann lass dir schmecken. Guten. Ist da Gurke noch lecker drauf, denkst du? Ja, denk schon. Gurke. So, vergesst den Bus nicht zu schließen. Und dann laufen wir mal vor. Da liegen die Wingboards. Da sind Tische, ja genau, da wo die Wings liegen. Wir kommen nämlich gerade vom Wasser. Haben herrlich eine kurze Session gefahren. Das war nicht mein, weil es ist Windstille jetzt. Ja. Es war eh komisch. Es war heiß und Windstille. Wir waren noch baden. Kamen wir mit zurück, war Schalter umgelegt und richtig viel Wind. Also plötzlich so boom, an. Und genauso schnell war er auch wieder weg. Zwischendurch war er auch weg, hat gedreht, kam wieder. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, aber es war echt nett, schön. Und jetzt finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass der Wind wieder weg ist. Ja. Weil dann lässt sich hier dieses Schnecktellerchen auf jeden Fall sicher gut schmecken und dann sitzt man einfach schön ruhig. Ja, also Tisch ist auch da, wie ist es da? Sehr, sehr schön. Also lass dir schmecken auch. Ja, du auch.
Hey, was passiert hier? Ich habe ein Ticket. Das ist ein Ticket? Ja. Für was? Für die Fähre. Die Fähre nach Dänemark. Ja, wir haben gestern ganz spontan entschlossen, heute wieder nach Dänemark zu fahren. Ja. Ja, und wir nehmen nicht die Öresundbrücke, sondern wir haben entschlossen, dabei Helsingborg, ne? Ja. Mit der Fähre rüber zu fahren. Vom Preis her eigentlich das gleiche, aber wir müssen weniger fahren. Genau, weil wir würden ja da noch die Ost... Genau, weil wir in Dänemark da noch was machen wollen. Ja. Und wie ihr seht, wir sind wieder warm eingepackt. Es gab einen Temperatursturz von wieder 19 Grad oder so. Und es hat vorhin noch geregnet. Also krasse Extreme. Aber auch angenehm, wenn es wieder im Bus abkühlt und frische Luft reinkommt. Dann bin ich gespannt auf die Überfahrt. Und irgendwie haben wir es wieder gut getimt. Irgendwie. Wir fahren immer, wir gucken nicht, wann die abfahren. Wir fahren einfach in den Hafen, nehmen ein Ticket und hier, es geht schon los. Die ersten dürfen drauf. Also perfekt. Glück ist mal wieder mit der Dummen, ne? Wieso Dummen? Oder von wem hast du geredet? Durchgepustet? Ja, wir sind über die Grenze jetzt. Ja, angelegt. Wir sind wieder in Dänemark. Ja. Nein, noch nicht ganz angelegen, ne? Also ja, er legt gerade an. Ja. Aber das Wasser hier zählt schon zu Dänemark, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wie es dann weitergeht, was wir so machen, seht ihr nächste Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder in Dänemark. Schön. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tag.